Hallo und herzlich willkommen beim Wohnzimmergottesdienst. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du heute mit uns zusammen am 4. Advent Gottesdienst feierst. Wir haben ein besonderes Thema. Es geht ums Ja-Sagen, es geht ums Nein-Sagen. Andreas Malessa hat eine Predigt vorbereitet über die berühmteste Frau aller Zeiten, über Maria. Und er ist der Meinung, genau das können wir von Maria lernen. Sie konnte Ja sagen, sich einfügen in etwas und sie konnte laut protestieren. Und beides passt bei ihr zusammen. Ich glaube, dass wir heute auf jeden Fall was mitnehmen, was uns irgendwie weiser macht. Boah, ich gehe ganz fest davon aus, ja. Lass uns zusammen Gottesdienst feiern. Gott hat gesagt, dass er dabei ist, wenn wir hier zusammen sind. Und deswegen feiern wir auch in seinem Namen. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn eine junge Single-Frau ungewollt schwanger ist, wenn sie das feststellt, noch ohne Ausbildung, ohne eigenes Einkommen, ohne verlässlichen Mann, ohne geräumige Wohnung, ohne helfende Großeltern, was ist ihre naheliegendste, was ist die wahrscheinlichste Reaktion? Sie bricht in Panik aus, sie heult nächtelang, sie denkt an Abtreibung, sie will nicht in eine erzwungene Ehe. Sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sich friedvoll einverstanden erklärt. Was willst du machen? So heißt das hier im Ruhrpott auf Bayerisch. Ah, geh jetzt, ist eh schon wurscht. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einer Frau, die sich in ihr Schicksal fügt und sich mit dem offenbar Unvermeidlichen einverstanden erklärt. Maria hat mit Josef nicht geschlafen. Sie hat ihn auch nicht mit einem anderen Mann sexuell betrogen. Trotzdem ist sie schwanger. Wie kann das sein? Ja, vom Pollenflug wahrscheinlich nicht, sagt Josef. Gott will in dir
Mensch werden. Und Gott will durch dich ganz menschlich auf die Welt kommen, hatte der Engel zu Maria gesagt. Und sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und so viel demütiges Kopfneigen löst bei mir natürlich erstmal heftiges Kopfschütteln aus. Und ich sage, nein, wo bleibt denn da? Denn eine betonharten Männer dominierte katholische Kirche hat natürlich jahrhundertelang diesen Frauentypus hoch verehrt, so uneigensinnig, so gefügig, so vorauseilend, gehorsam. Ja, das mögen Patriarchen. Genauer hinschauen hilft manchmal. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer Bibel lesen kann, sowieso. Maria stellt uns nämlich eine provozierende Frage. Sie lautet, gibt es tapfere Demut? D ist ja im Deutschen eigentlich immer die Vorsilbe für das Gegenteil von, also Destabilisierung oder Desensibilisierung oder Disharmonie. Dann wäre Demut ja Unmut oder Mutlosigkeit. Hier aber nicht. Lukas Evangelium, erstes Kapitel. Demut meint die Einwilligung mit den momentan unabänderlichen Umständen, versöhnt zu werden. Einwilligen, sich versöhnen zu lassen mit Verhältnissen, wie sie momentan nun mal nicht zu ändern sind, das ist weise, das ist lebensklug, das ist reif. Das ist nicht populär, es ist schwer zu beschreiben und leicht zu verspotten, aber die provozierende Zusatzfrage von Maria lautet doch, ist ein Ausharren, Aushalten, ein in diesem Sinne demütiges Ja-Sagen nicht manches Mal die tapferere Verhaltensweise? Die jungen Eltern mit einem chronisch kranken oder schwerstbehinderten Kind, die Tag und Nacht und Jahr um Jahr ihren Alltag bewältigen, sich sogar an ihrem Kind freuen und mit ihm leben. Der Mann, der seine demente Frau nicht verlässt, sondern ihr treu bleibt. Die Frau, die die nervlichen Abstürze ihres gerade arbeitslos gewordenen Mannes im Alltag abfedert. Der Freundeskreis, der einen Suchtkranken durch all die Lügen und Dummheiten und Geheimniskrämereien hindurch begleitet, durch den Entzug und die Reha und die soziale Integration begleitet. Sind das nicht die tapfereren Leute als die, die sich trennen oder fliehen oder sagen, so demütig bin ich nicht. Es kommt aber noch dicker. Und zwar nicht durch das Bäuchlein, das sich bei Maria bildet, sondern das, was sich in ihrer Seele tut. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Sie bricht den Jubel aus. Sie fängt auch noch an zu singen, als hätte sie 6 Richtige im Lotto getippt. Oder einen Parkplatz in Stuttgart gefunden. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Warum? Weil sie, die jugendliche No-Name-Hilfskraft, mit der Ehre betraut wird, ein Kind zu bekommen, zu gebären und großzuziehen. Und das ist eine Ehre, das ist ein Vertrauensvorschuss. Für Maria und Josef kommt da kein Wunschkind. Aber Gott will in ihnen als Mensch auf die Welt kommen. Und ich sag's mal so, du und ich, wir sind Gottes Wunschkinder. Erwartet, geliebt, willkommen. Dieser sogenannte Lobgesang der Maria, das Magnificat, so heißt das, hat natürlich als berühmtester Text oder einer der berühmtesten Texte der Bibel die genialsten Komponisten der Geschichte zu wunderbaren Werken inspiriert, von Johann Sebastian Bach bis Benjamin Britten. Und bewundernswert daran finde ich, nicht nur, dass sich Chöre und Dirigenten und Orchester, die Besten der Welt, daran abarbeiten, sondern dass Maria, die traditionell alttestamentlichen Psalmenzitate des jüdischen Synagogengottesdienstes mit ihrem aktuellen Erleben und Denken und Fühlen kombiniert. Also sie verbindet praktisch Klassik und Pop. Sie macht aus einem Choral ein Anbetungs-, Lobpreis-, Worship-Lied und aus der Worship-Hymne dann wieder einen Protestsong. Sie singt nämlich,
Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Der Witz daran ist, nichts davon ist politische Realität im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. In Rom sitzt Kaiser Augustus, in Jerusalem seine politische Marionette, Herodes, der Vollidiot. Im Tempel in Jerusalem streiten sich die Gelehrten und spalten die Barthaare, Sadduzäer und Pharisäer. Auf der Straße proben die Zeloten, bewaffnete Terroristen, schon mal den Aufstand. Es ist also Zukunftsmusik, was Maria da singt. Sie sagt Nein zu den politischen Verhältnissen, wie sie sind. Und sie hält an ihrer Utopie einer sozial gerechten, friedvollen Welt fest. Utopie, hoch, topos, griechisch der Ort. Utopos, kein Ort. Eine Idee also, eine Theorie, die noch nicht physische, wirtschaftliche oder politische Realität geworden ist. Und dann sagen wir, ja, das gibt's nicht. Doch, das gibt es. Natürlich, als Zielvorstellung, als Vision, als in Worten und Schriften derer, die das denken und anstreben. Es hat halt nur noch keinen konkreten Ort. Ausgerechnet die Frau, die sich eben in ihr Schicksal gefügt hat, ausgerechnet die, die eingewilligt hat, mit den Umständen versöhnt zu werden, protestiert heftig und mutig und sagt Nein und lässt sich den singenden Mund nicht verbieten gegen die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse. Und wir heute? Ja, wir trauen uns natürlich nicht, weil wir die Sachzwänge und die realistischen, rationalen Argumente im Kopf haben. Und deswegen trauen wir uns nicht gegen biederbürgerlich verkleidete, vorgeblich wertkonservative Rassisten und Nationalisten zu protestieren oder menschenverachtende Marktmechanismen des Raubtierkapitalismus zu kritisieren. Warum nicht? Weil wir ja kein besseres System in der Schublade haben. Aber der verstorbene Schauspieler Sir Peter Ustinov, der hat mal gesagt, auch wer kein Schreiner ist, darf feststellen, wenn ein Tisch wackelt. Also, Maria, die jugendlich Schwangere, die hat natürlich auch kein alternatives System oder politisches Konzept gegen das römische Weltreich in der Schublade. Aber sie hat ein Kind im Bauch. Und sie hat ein Gotteswort im Herzen. Und sie hat einen Engel im Traum. Und sie hat eine Verheißung im Ohr. Und deshalb hat sie eine Utopie im Kopf. Nämlich die, dass es Gottes Wille ist, dass es sozial gerecht und friedvoll auf der Erde zugehen soll. Ich beuge mich dem, was ist, und halte fest an dem, was sein könnte. Das sagte ein konservativer katholischer Christ. Mit dem habe ich etliche Sendungen gemacht. Wir mochten uns, ich schätzte ihn sehr, er ist vor 4 Jahren gestorben, Heiner Geißler. Der hat mal einen Drachenflugabsturz überlebt und hatte seither chronische Rückenschmerzen und ging immer so vornübergebeugt. Ich beuge mich dem, was ist, aber ich halte fest an dem, was sein könnte. Das finde ich Ja sagen zum Nein sagen und eine gute Zusammenfassung des Lobgesangs der Maria aus dem Lukasevangelium. Amen. Are your tabernacles.
Will in dir Mensch werden. Mhm. Das ist so ein starker Satz. Also, und das war ja auch ihre Situation. Ne? Also, und als Andreas das gerade gesagt hat, ist mir nochmal klar geworden, geht das eigentlich nur Maria so, dass Gott in ihr Mensch werden will? Sind wir nicht alle in dieser Situation? So? Ich glaube, dass er das so eigentlich mitsagen mitsagen wollte, ganz bewusst. Ich habe das in seiner Formulierung auch sofort gedacht. Meint er jetzt uns oder meint er sie? Und dann ging es um sie. Mhm. Ich finde das sehr, ich glaube, es ist genau so. Natürlich kam Gott durch diese Frau auf die Welt. Mhm. Aber Gott ist ja auch, kann ja auch in uns hineinkommen und dann durch uns in dieser Welt etwas tun. Und ich glaube auch, dass das passiert, wenn bei uns auch dieser Charakter entsteht wie bei ihr. So einerseits, ich füge mich ein in etwas, das ist. Ich füge mich ein in etwas, auch das Gott für mich sieht. Mhm. Und gleichzeitig halte ich fest an dem, was sein könnte, an dem, was sein sollte. Finde ich total stark. Voll, ne? Ja. Kann man sich hinentwickeln. Das wäre ein gutes Ziel. Ja. Lass uns darum beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Wir danken dir, dass du Teil unseres Lebens sein möchtest, dass du auch an uns arbeitest und uns veränderst. Und wir bitten dich, dass du uns Entwicklung schenkst in eine Richtung, die du gut findest. Dass wir uns einfügen können in dich und dass wir stark sein können und die Wahrheit sagen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie geht's dir eigentlich gerade? Hast du was auf dem Herzen? Gibt's was, das du mit uns teilen möchtest? Dann beten wir gerne für dich. Unter gebet@kreative-kirche.de kannst du uns dein Anliegen senden und wir beten dann drum. Und wir bleiben gerne auch auf andere Weise mit dir verbunden. Wenn du die Kanäle abonnierst, kriegst du immer mit, was bei uns so läuft. Mega. Die kreative Kirche und dieser Wohnzimmergottesdienst, die leben von Spenden. Oft gesagt, immer noch wahr, wenn du also die Zeit und die Möglichkeit hast und die Muße zu spenden, dann wären wir dir sehr verbunden. Vielen Dank. Vierter Advent heute. Der nächste Gottesdienst ist schon der Heiligabendgottesdienst ab 16 Uhr hier auf YouTube. Ich freue mich da sehr drauf. Es wird ein ganz normaler Wohnzimmergottesdienst hier in unserem Wohnzimmer. Mhm. Es wird aber auch ein ganz normaler Weihnachtsgottesdienst mit allem, was dazugehört. Wir werden richtig schön miteinander hier Weihnachtsgottesdienst feiern. Mhm. Und online können so viele Leute dabei sein wie möglich. Mhm. Und wie gewünscht. Ich finde das so, ich glaube, es wird unbeschwert, es wird sich richtig normal und richtig gut anfühlen. Ja, voll. Darauf freue ich mich. Ab 16 Uhr geht's los. Ab 16 Uhr kannst du online mit uns zusammen Gottesdienst feiern. Und ich persönlich fand das ja letztes Jahr mega gut. Ja. So, weil das war genau die Zeit, wo wir gerade los zum Mudern, zum Essen gefahren sind. Und dann wusste ich, alles klar, jetzt kann ich nicht Gottesdienst feiern. Aber hinterher ging das dann schon. Wir saßen dann da alle und haben auf der Couch zusammen Gottesdienst gefeiert. Das war schon ganz gut. Es ist auch ein Service, ne? Ja, es ist schon ein bisschen Service. Ist auch schön. Ja. Es wird nicht alles schlechter. Ja. Mach es gut. Bis tschüss. Bald. Tschüss. Herr, lass uns dich loben, solange wir leben. Und mit den Gaben, die du gegeben, wollen wir tätig sein.
So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, unser Schöpfer, der uns gemacht hat, der Sohn, unser Erlöser, der uns befreit hat und unser Bruder geworden ist, und Gott, der Heilige Geist, unsere Mutter, die uns in alle Wahrheit leitet und tröstet. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in seinem Frieden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche und